wahrscheinlich. Übersehe ich ein paar. Würde mich nicht wundern. So, waren hier nicht auch noch irgendwo welche? Ja, ja. Vielleicht auch nicht. So, okay. Hier geht's zum Palast. Jasmin. Sora, Donald, Goofy. Ich hatte nie Gelegenheit, mich für damals zu bedanken. Ihr habt Aladdin geholfen, Jafar zu besiegen und Agrabah zu retten. War doch nichts Besonderes. Aber wie es aussieht, führen die Herzlosen wieder Böses im Schilde. Können wir euch irgendwie helfen? Wir kommen schon klar, hoffe ich. Und du hast ja noch Aladdin. Er ist in letzter Zeit so komisch. Was? Geht das an der Herzlose? Weiß ich nicht. Meistens ist er so fröhlich wie immer. Aber manchmal, da wirkt er so traurig. Er verlässt den Palast oft und geht alleine irgendwo hin. Ich habe ihn darauf angesprochen, aber er sagt, es sei nichts. Heute ist er wieder fort. Was ist, wenn er diesmal nicht zurückkommt? Hey, vielleicht hat er ja heimlich eine Freundin. Alles klar, ich werde rausfinden, wer sie ist. Jago! Schnell, Sora, schnapp ihn dir! Und ich warne die Wachen und alle Palastbewohner. Warte doch, Jago ist nicht... Doch, ist er noch. Wenn er schon so anfängt. Na, bravo. Warum sagst du auch sowas? Hey, vielleicht sollten wir mal mit Aladdin reden. Er muss doch irgendwo in der Stadt sein, oder? Gute Idee. Ich frag mich, was er so getrieben hat. Bleib stehen, du Dieb! Hallo, Sora! Stehen bleiben! Hast du dieses Fellknäuel nicht im Griff? Dann leg ihn an die Leine. Hey, es tut mir leid. Du solltest dich was schämen, Abu. Vergibst du uns? Abu? Hey Leute, tut mir leid wegen vorhin. Ich hatte es echt eilig. Was ist passiert? Ihr kennt ja Abu. Er konnte nicht die Griffe von dieser Lampe lassen. Das Affentheater nützt dir jetzt auch nichts. Also eigentlich machst du gar keinen so traurigen Eindruck auf mich. Wer sagt denn, dass ich das wäre? Prinzessin Jasmin. Sie macht sich Sorgen, weil du immer in der Stadt bist. Hast du eine neue Freundin? So ein Unsinn. Aber ich schätze, man kann Jasmin nichts vormachen, was? Wisst ihr, Genie und der Teppich haben sich aufgemacht, die Welt zu sehen. Das ist es, was Genie schon immer wollte, also... gönne ich ihm natürlich diese Reise, aber... du vermisst ihn. Mann. Es muss ganz schön fad sein, so ganz ohne Genie. Und ob? Deshalb komme ich immer hierher. Diese Energie, diese Menschen. Alles leer. Hier ist immer irgendwas los. Ich meine, seht doch selbst. Ich habe euch immer heute hier getroffen, oder etwa nicht? Die Stadt ist eben voller Überraschungen. Sora? Jago? Ach ja, er möchte sich für all den Wirbel entschuldigen, den er verursacht hat.
Ach, möchte er das? Ich glaube, er bereut wirklich, was er getan hat. Die Lampe! Was ist damit? Das war die Lampe! Ach komm, es gibt doch Millionen solcher Lampen. Hey, ich war in den Ding monatelang eingesperrt. Ich irre mich ganz bestimmt nicht. Und Abu auch nicht. Dann gehen wir besser zurück und sprechen mit dem Trödler. Klar, wir sind dabei. Nein, kein Aladdin. Alles abgehakt. So, zurück zum Trödler. Von mir aus. Oh, was sind denn das für zwei Männer? So, sehr schön. Mal alles durch die Gegend schmeißen. Ist eigentlich was? Ja. Ein Mega-Eater. Der sieht ja lustig aus. Ich denke, man kann ihn übersehen. Na gut. Produziert Totenkopf-Medaillons. Oh, Dickschädel. Praktisch. Das war ein Ausgang. Man kann man jetzt die ganzen Sachen hier kaputt schlagen. Nur wenn man kämpft. Ja, nur wenn man kämpft. Ja. Zack, zack, zack. Treffer, cool. Ein Achartropfen. Nee, brauch ich den nicht. Um das Tor zu bauen. So, mal gucken, ob der Trödler zu Hause ist. Gibt es irgendeinen Weg, euch diese Lampe abzukaufen? Aber sicher, das heißt, falls ihr euch das leisten könnt. Keine Sorge. Genau, wir bezahlen einfach mit königlichen Donald. Könnte ich vielleicht eine andere Lampe schmackhaft machen? Nein, das ist die, die wir wollen. Nur mal sehen, vielleicht lasse ich mich ja überreden. Falls ihr mir einen Schatz bringt, der selbst meine Vorstellungskraft übersteigt. Etwas, das, sagen wir, eines Sultans würdig ist. Ach, Donald wieder. Alle Labertascher. Ein Schatz, das könnte knifflig werden. Im Palast gibt es doch ganze Mengen. All die Sachen gehören nicht mir und ich kann nicht darum bitten, warum auch immer. Ich will nicht, dass Jasmin oder der Sultan sich Sorgen machen. Hey, ich hab's. Was ist mit den Schätzen in der Wunderhöhle? Also gut, Jago, du führst uns. Und nachdem wir den Schatz haben, schenke ich vielleicht sogar deine Entschuldigung glauben. Du kannst auf mich zählen. Yay, wieder in die Wunderhöhle. Ich glaube, die ist auch anders. Alles neu macht Teil 2. So.
Durch das Erreichen eines Sammelziels kannst du mittels Mokri übernehmen sie neue Items herstellen. Ah, cool. Steht leider nicht dabei, wofür es gut ist. Gucken. Metallring oder Granatring? Ach, machen wir erstmal das erste. Mokri-Level erhöhen und. Ah, stimmt, das gab es auch noch. So. Materialbedarf senken muss noch nicht sein. Ah. Ein wenig Angriffskraft und extrem AP. Ist ja cool. Dickschädel. Ah, okay. Mega-Ether und Granatring. So. Kann ich mir Dickschädel leisten. Dann überlebe ich, wenn der Kombo mich platt macht. Klingt ganz nützlich. So. Und hier ist der Bazar. Hier gibt's da noch Kisten. Ein Donatropfen, wie niedlich. Und eine Böllerwampe gibt's auch wieder. Ah, da ist zum Beispiel eine Kiste unter einem Stand. Verborgen gewesen. Zu langsam. Die Kiste. Eine Kiste. Oh, noch Gegner. Hey, Potion. Noch mehr Gegner. Ist der andere? Schon weg? Oh, das ging aber schnell. Trillsplitter. Noch mal eine Pose. Hier ist auch noch eine Kiste. Stein. Das sieht doch ganz gut aus. Vor den Stadtmauern.